Willkommen zurück, meine Lieben, zu Path of Exile, Atlas of Worlds, Let's Play. Wir haben die ersten zwei Quests gemacht und jetzt gehen wir weiter. Wir brauchen... das hat sich nicht gespeichert. Ich muss nochmal einen Mana Flask nehmen. So... Ja, man wird wieder rausgeschmissen und so Sachen. Und eine große Warteliste war. Aber, jetzt bin ich wieder drin und... So, wir müssen kurz hier... Okay, das reicht. Machen wir die Potion mal rein. Ja. Mach die mal hier rein. So. Und die hier. Dann machen wir hier mal. Aha. Genau so. 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 Gut. Ja. Okay. Das verkaufen. Also. Wir haben es geskillt. Machen wir bis dort und dann machen wir ein bisschen auf Mana. Gut, wir müssen zur Küste zurück. So. Ja, die Ladezeiten sind noch ein bisschen lang. Naja, geht so. Also. Nächste Ebene ist die Mutflatz. Oh, die sind schon im Warenhaus. Krass. Ah, schön. So. Macht schon viel Damage, ja? Ja. Super. Hier müssen wir drei von diesen gelben Ausrufezeichen finden. Und so Roa-Neste aufnehmen, zum Glyphen zu bekommen. Und dann der Wasserfall aufgeht mit den Glyphen. Da ist noch eins. So, hier. Noch ein bisschen verzögert, habe ich das Gefühl. Ich treffe nicht so gut, wie ich will. So. Ja. Das geht gut. So, haben wir einen Schrein. Der brutale Schrein. Okay, ist der mit Knockback? Ja. Increase Damage and Stun Duration. Also, Betäubungs. Einfach Stun, Länge. So, da haben wir das letzte Nest. Können wir gleich mal die Quest abgeben. Gehen wir wieder raus und machen noch die Quest mit dem Totenbeschwör. Die ganze Ebene vom Monster befreien. So, schauen wir mal an. Da oben. Das war das da unten. Ein paar Zombies. Gut. Weg da. Hallo. So. Noch mehr Zombies. Gut.
Ja, scheinbar kommt der Patch nicht so gut an. Es sind natürlich wieder diese mega Profi-Scamer, die halt irgendwas genervt bekommen haben und dadurch wieder herum flamen. Aber ja, finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Es ist zwar kein Content-Patch in dem Sinne, sondern eher ein, ja, wir machen mehr Karten und so Sachen. Und, machen wir den Blitz Orb of Storm. So, Obstorm machen wir hier. Gut. Mhm. Ja, aber der Patch gefällt mir trotzdem sehr gut. Das Frostbolt. Nein. Ja. So. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Der Orb of Storm ist so ein kleines, ja, recht großes Feld, das uns einfach so ein paar Geschosse umleitet. Ja, Splitting Bolt of Lightning. Also vom eigenen wahrscheinlich, nicht von Feuerball oder so. Ja. Ja, genau. Das ist eine Art Kettenblitz innerhalb von diesem Aura. So. Dann haben wir den goldenen Beats Boss auch getötet. Jetzt müssen wir irgendwo nach Norden. Ein bisschen laggy hier. Ist der Server, der ist so extrem überlastet. Scheint ganz normal zu sein bei Grinding Gears. Bei jedem neuen Addon kommen so extrem viele laggy Tage. Kann man nichts machen, aber hey, es läuft doch immerhin. Kommt noch ein bisschen Erfahrung bis zum nächsten Level. Gut, jetzt machen wir mal auf Mana. Schaden machen wir genug, aber das blöde Mana nervt. Hier. Ja, ist eine Mana-Regeneration. Ist demnach sehr, sehr langsam, aber ja, können wir nichts machen. Gut, dann gehen wir einmal um diesen See. Rare Gegner. Strange Grind. Eben diese einzelnen Zombies nerven. Gerade noch ein bisschen mit dem Fireballs Bait. Aber bald geht es auch viel besser.
wenn wir dann den AOE-Damage haben. Aber es geht noch ein paar Levels. Noch doppelt so viele Levels. Raus. Kommt. Ja, leidet Schaden. Oh, ein Chromatic Orb. Sehr schön. Der wandelt die Farben der Sockets um. Für die Gems. Aber alles zufällig leider. Schauen wir mal kurz den Stab an. Oh, schön. Sehr schön. Drei Sockel. Drei linked blaue Sockel. Cool. So. Da ist er. Lieber den mit Magma abtöten. Ist ein bisschen schneller. Gut. Ja, die remaining Monster. Verbleibenden Monster noch töten. Gut. Da ist keine mehr. Da ist wieder so ein Essenzschrein. Stark, hm? Nehmen wir mit. Essence of War. Aber was wir jetzt genau damit machen müssen, muss ich nur herausfinden. Entweder etwas für die Maps oder es ist irgendwie etwas für den K-Tree. Aber ich glaube eher nicht. Kann alles sein. So, wo sind die verbleibenden Monster? Das sind noch drei, das sind alle gut. Also, dann gehen wir wieder zurück. Noch kurz schauen, ob hier eine Kiste ist. Nein, nein. Ab da oben könnte noch das sein. Nein. Gut. Ja. Müssen wir laufen. Wir haben gar keine blauen Schriftrollen noch. Portalschriftrollen. Na toll. Ja, da kann ich noch ein bisschen etwas reden über den Patch. Ja, so wie ich herausgefunden habe, geht es darum, vor allem die OP-Builds kaputt zu machen, sozusagen. Nein, nicht kaputt zu machen, sondern einfach nicht mehr so übertrieben stark zu machen und sie anpassen, also ein Balancing-Patch.
Und dafür wurde der Change of Crit, on Crit, also nach jedem kritischen Treffer eine Zauber einzusetzen oder sonst irgendwas einzusetzen, wurde genervt. Dann wurde die General Skills, also alles, was so ein bisschen Flammenwerfer oder so ähnlich ist, zum Kanalisieren, wurde geändert, verbessert sozusagen. Und was wurde noch genervt? Mjölnir wurde genervt. Er konnte irgendwie 3 oder 4 Zauber auf einmal casten. Und das wurde genervt, dass er jetzt zu 100% nur einen casten kann. Und das war richtig böse für die Leute, die ihn liebten. So. Gut, wir haben 2 Passive Skill Respect Points. Wenn wir also etwas zurücksetzen wollen, können wir hier oben Refund Passivs machen und dann hier rausnehmen und irgendwo anders hinein tun. Wir haben jetzt 2. So. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ja, muss einfach Energie-Schild jetzt nehmen. Und hier sieht aber krass aus. Cool. Ein normales Item zu einem raren Item upgraden. Aber wie muss man da mehrere haben wahrscheinlich? Wieso ist jetzt eigentlich die russische Version draußen? Hey, die deutsche wurde schon Ewigkeiten angekündigt und wurde nie fertig gemacht. Also bitte. Ihr seid so böse. So ein böses Entwicklerstudio. Mann. Nein, natürlich nicht. Aber, ja, wenn ihr es halt nicht machen wollt, dann macht es halt nicht. Aber ich komme einfach nicht raus, weißt du? Wisst ihr? Das ist das Problem. Englisch ist mir noch zu schwer. Feuerball und Magma Orb hochstufen, gut. Transmutation. Feuerball hat schon mehr Wumms. So, dann müssen wir hier hin. Das sind so Teilsets, wo immer sagen, wo es eigentlich weitergeht. Nicht zu einer Nebending geht, sondern direkt weiter. Jetzt geht es relativ gut schon. Wir müssen da noch ein bisschen AOE haben. Oh, gelbes Spirit-Shield. Sehr schön. Lightning Game. Oh, aber
Orb of Storm. Na gut. Er hat einen roten Sockel. Das geht mir gar nicht. Oh, da ist der Gebietsboss. Blutprinzess. So, nur gelbes. Ah, nur weißes. Ah. Ah, ich gehe jetzt bald schlafen. Schon 1 Uhr 37. Gut. Meine Konzentration ist im Arsch. Ich habe viel zu viel trainiert. Naja. Für ein Let's Play geht's ja noch. So, für einen Part. Gut. Dann gehen wir zum Waypoint. Okay. Zur Enklave zurück. Boah, die Blutspucker da. So. Hopp. Nervige Bogenschützen. Kleine Champion, bitte. Weg damit. Ha. Easy. Noch ein Level up, komm. Sehr schön. Ja, da müssen wir ein paar auf Mana machen. Ja, ich denke, das reicht jetzt. Und dann wieder auf Schaden rüber. Da ist immer noch ein bisschen wenig Mana. Ja, je nachdem. Der Orb of Storm macht schon viel Schaden, auch wenn wir noch nicht so gar nie auf Sturmscharten, Elektroscharten oben den machen, den noch genug stark, um einfach ein bisschen supporten. Wir sind ja Feuer, wir bleiben bei Feuer. So, jetzt haben wir den Vapend auch hier. Gut, dann gehen wir zurück. Und schauen. Mal kurz hier noch, was wir haben, was wir gebrauchen könnten. Ich bräuchte den Firestorm, aber den gibt's erst gegen Ende des ersten Aktes. Ja. Ich könnte einen Flame-Toten nehmen. Ist ja nicht. So. Flame-Toten. Orb of Storm. Sehr gut. Ja, dann mache ich den mal hier rüber. So. Was ist denn hier? Spell-Damage. Okay. Nicht schlecht. Das gehören die wahrscheinlich auf normale Items drauf. Dann werden sie zu Rares und bekommen noch extra Bonus über.
Aha, verstehe. Na gut. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen des zweiten Parts. Der dritte kommt morgen oder heute noch. Ja, heute noch. Viel Spaß und tschüss.